Ja, Stein gibt's hier ja noch ein bisschen. Also lassen wir ruhig bauen, während wir aufs Gold warten. Nahrung wird's ja auch immer mehr. Und du kannst leider, glaube ich, nur einen Goldschmied, ja. Also, das würde ich dich einfach mal zum Träger in der Goldschmiede. Ich könnte dich zum Träger in der Goldschmiede machen, das würde helfen. Dafür brauche ich dich nicht mal großartig trainieren. Ja, ja. Weil wir haben jetzt so viel Golden Nugget. Nebenbei Pilze. Und Ölfischchen. Ja. Du wirst mal wieder Druide. Wir brauchen mehr Öl. Wir haben zwar noch genug, aber das könnte knapp werden. Ich weiß nicht, was der hat, das sind doch Schafe. Achso, der sucht einen Gesprächspartner. Dann geh nach Haus zu deiner Frau und unterhalte dich mit der. So, du hast Rüstungsschmied erfunden, also wirst du jetzt wieder Werkzeugschmied. 15 Eisenrüstungen reichen ja auch erst einmal. Und sobald du eine neue Dings hast, neues Eisenwerkzeug. Was ist mit unserem Bauarbeiter? Ach, der holt Steine. Ach, der baut jetzt da oben die Straße auch gut. Schwertschmiede steht schon seit einer Weile leer. Hm.
Du bist leider nicht verheiratet. Gibt doch genug Frauen hier, mit denen du reden kannst. Wie sieht's mit Holz hier unten aus eigentlich? Na, geht's so. Vor allem jetzt, wo wir einen Träger haben, der den Goldschmied versorgt. Okay, du hast dich mit jemandem unterhalten, das heißt, du kannst jetzt endlich wieder Schafe scheren. Wir haben fast die Hälfte des benötigten Goldes erreicht. Ja, Bogenschnitzerei. Ja, okay. Ach, du bist der Speermacher. Auch gut. Ja. Das heißt, du mach mir mal Bögen. Ja. Und wir importieren mal 50 Holz. Das hilft. Wenn wir noch mehr Holz bringen. So, nicht mehr lange, dann können wir dich upgraden. Ja, so geht die Goldproduktion auf jeden Fall schneller. Und wir haben ja genug Goldnuggets gerade, dass er keine abbauen muss. Na, eigentlich müsste sein Eisenwerkzeug mittlerweile futschi sein.
Und ich muss den Holzfäller mal wieder tischlern lassen. Yay, 30 Gold haben wir schon. Ist ja lustig, wie er Eisenwerkzeug ausliefert, ohne Eisenwerkzeug in der Hand zu haben. Warum macht er keine Wolle mehr? Ich verstehe es nicht. Na also. Ja, Pilzsammlerhütte ist gerade egal. Goldmine auch. So, du bringst zum Glück dann wieder Holz und Hunger. Oh, der baut jetzt ein Haus. Also Sven baut jetzt das Haus. Das heißt, wir kümmern uns mal wieder um Kinder. So, du hast Warenmenge hergestellt, also Holzfäller. Und ja, ich habe die Befürchtung, hier wachsen die Bäume nicht nach. Das ist jetzt eigentlich die erste wirklich lange Mission, die wir im Add-on haben. Nur mal so nebenbei. Jetzt die letzte Mission, die Höhle nicht, der Offenbarung nicht mitgezählt. Weil ich einfach zu inkompetent war. Oh, nebenbei, wie viele Bögen haben wir mittlerweile schon?